So, herzlich willkommen, liebe Leute. Jetzt geht das wieder los. Das ist mein Spiel schon, wer nicht findet. Das war hier. Automatisch. Guck mal, das müsste ja eigentlich automatisch finden. Okay. Na, wir waren in der Beta unterwegs und da hat das ein bisschen gesponnen. So. Wir müssen dazu sagen, wir wollen euch einfach mal zeigen, was ihr machen sollt, wenn ihr 70 seid. Gell? Weil das ungefähr so die Dailies sind, die man macht, um halt die Bronze zu farmen. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Es wird ein bisschen dauern, aber wir machen das ja auch für euch und auch für unseren YouTube-Kanal. Denkt dran, geht mit auf unseren YouTube-Kanal, tut mit abstimmen, welche Spiele kommen werden als Stream und welche Guides wir machen werden. Das könnt ihr entscheiden, da müsst ihr bloß abstimmen. Hm. So. Fangen wir erstmal an, und zwar das allererste, was ihr machen solltet, wenn ihr online kommt, in eins von den ewigen Bazar gehen, weil ihr bekommt dort die Möglichkeit, oh, da ist ein dickes Ding, ihr bekommt dort die Möglichkeit, drei Quests anzunehmen, einmal für ein Szenario, einmal für ein Dungeon und einmal für ein Raid, um zusätzlich Bronze zu kassieren. Daher ist die Daily eigentlich ganz simpel. Man schaut, dass man zuallererst, ach ja, diese Dinger, die so die Kugeln mit extrem großen Umrandungen, wie zum Beispiel da hinten, immer mitnehmen, weil die haben immer noch mal einen Stat für euren Umhang. Aber das zeigen wir euch jetzt später. Jetzt machen wir es mal hier weiter. So, wir müssen jetzt da reingehen und da uns die Quest holen. Ich persönlich bevorzuge den Bazar im Jadewald, hier oben beim Tankkloster. Da ist alles in der Nähe, habt nicht so große Wege. Finde ich persönlich besser, weil ich da auch mal die ganzen Sets kaufe. So, nehmt erstmal die Dailies an von den drei Leuten hier. Und sobald ihr die habt, könnt ihr loslegen. So. Als allererstes empfehle ich euch natürlich, euch für die Dungeons HC anzumelden. Gell? Wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall 70 sein. Also ihr müsst nicht 70 für die Dungeons sein, auch nicht für die Szenarien, aber da kriegt ihr halt am meisten Punkte. Also kriegt ihr die großen Punktebahn ab 70. Ich glaube sogar ab 60 schon. 60 bis 70 bekommt ihr die großen Punktebahn. Mit 70 wird es ein bisschen tricky werden, weil es kann passieren, dass das auf jeden Fall schwer ist zu spielen, weil die Leute halt teilweise euch nicht mitnehmen werden. Deswegen baut immer selber was auf. Also. Als Tank geht es am einfachsten, ganz simpel, ne? Meldet euch als Tank an, geht am schnellsten, lässt ihr am schnellsten und besten fahren. So, wir fliegen gleich mal zum nächsten Flugpunkt, damit wir da hinkommen. So, macht ihr erst eure Dailies, dass es einfach am schnellsten geht und dass ihr die drei Quests abgeben könnt. Dafür kriegen wir knapp 1200 pro, also wir haben jetzt noch 10.000, ne? Das ziehen wir ja ab. Aber ihr kriegt pro dieser großen Teile, bekommt ihr 1200 Markenpunkte, also Bronzebahn. So, wir fliegen schon mal zum, sind gerade in der Nähe vom Schar, fliegen wir schon mal zum Schar. Na, abgelehnt, okay. Na, wird's halt was? Also diese Instanz normalerweise könnt ihr eigentlich direkt groß rausgehen, weil die dauert einfach zu lange. Also das ist zum Beispiel die ätzendste und beschissenste Instanz, die man sich eigentlich holen kann, weil diese das Problem hat, dass sie halt zu lange dauert, gerade mit der Belagerung. Ne? Normalerweise würde ich euch empfehlen, geht raus, macht die Weltboss derweile, macht eure Daily Quests, wenn ihr irgendwie noch Ruf haben müsst. Wir sind noch bei den himmlischen Habenden gerade zum Beispiel oder bei Kiritao offen. Hier haben wir wieder so einen Möchtegern-Held, der hier rumläuft, so ein Krieger. Weil die Instanz dauert einfach zu lange. Ne? Das ist von der Zeitaufwand könnt ihr in der Zeit, wo ihr die lauft, 3 bis 4 Instanzen laufen. Aber ja, wir laufen sie jetzt gerade. Ja, es wird geil, wenn die ganze Gruppe gleich direkt zum Boss rennt. Das ist halt auch mal das Problem. Ihr werdet halt immer solche richtige Deppen meistens haben, die da meinen, die müssten was anderes machen oder die müssten sind Tank oder sonstige Sachen, wie jetzt zum Beispiel der Krieger hier. Der Ace hat jetzt Item Level, was hat er? Ja, das sehe ich gar nicht. Was ist der? Ja, der ist frisch. 70, 3 Millionen Leben. Naja. Aber die Instanz hat am nervigsten, dauert am längsten. Und
nervt halt schon relativ stark. Auch mit dicken Leuten ist das trotzdem blöd, weil ihr werdet oft das Problem haben, dass ihr nicht so starke Leute jetzt dabei habt wie ich. Und dann dauert das wirklich Ewigkeiten. Da seid ihr locker mal eine Viertelstunde drin, wenn ihr Pech habt in der Instanz. Und das ist halt echt räudig. Ja. Wie gesagt, es ist schön, dass der Krieger jetzt gerade so stark ist. Das ist, hilft uns natürlich. Aber ich wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, direkt aus der Instanz wieder raus. Hätte dabei eine Wallbosse gemacht und wäre hier raus. Diese blöde rechtschaffende Kacke da. Das ist, das nervt mich auch, wenn die Heiler immer ihre blöde Kacke drin haben. Diese rechtschaffende Heilung. Da kriegt ihr nämlich euer zwar Stärke wieder, aber das zieht euch so Leben. Und umso mehr Leben ihr habt, umso mehr zieht es euch das auch. Also da dürft ihr euch nicht erschrecken, wenn ihr tankt. Da habt ihr öfter mal das Problem, dass die Heiler so Müll dabei haben. Komm, wir wollen das hier schnell machen. Ja, komm. Deswegen, das dauert so lange. Ihr seht ja, das dauert Ewigkeiten, bis der Kampf losgeht. Dann kommen die drei Wellen und das ist einfach... Das dauert einfach zu lange. Können wir mal eine Chance zu Dinge machen? Ey, mach deine... Ich will deine Wirtschaften halt nicht. Bombardiert die Plattform! Entsendet den Wärmflügel! Ja. Ein bisschen schneller hier. Herr Wüster, kommt hierher! Lasst nichts als Asche zurück! Die Verwüste haben Sprengstoff dabei. Jeder direkte Treffer jagt sie in die Luft. Ja. Das ist halt echt Mist. So richtiger Mist, wenn das halt einfach zu lange dauert. Also die Instanz könnt ihr getrost direkt rausgehen. Macht dann halt einfach Wortbosse in der Zeit. Oder macht eure Dailies. Das ist jetzt natürlich das beste Beispiel, was man halt kriegt, wenn man es nicht braucht, dieser Belagerungsmist hier. Komm, lauft schneller hier, seid ja richtig langsam. Komm, werft da runter. Hier muss man zum Beispiel die Sachen auch auf die Gegner draufwerfen und nicht schon vorher. Das ist halt einfach auch wieder Quark, aber gut. Komm ran da. Schön für die Schwachen. Komm. Euch um unsere Freunde.
Also, es dauert einfach zu lange, bis der da runterkommt und. Ja, also die Instanz ist echt scheiße. Da kannst du einfach nicht schnell durch. Ja, dann öffne es mal langsam. Lass mich mal sehen. Eine 30 Sekunden Zündschnur. Habe ich 30 Sekunden gesagt? Ich meinte 3. Geht, schnell. Ihr müsst die Belagerung beenden. Komm, mach die Bomben. Komm, mach die Bomben, Leute. Das ist der erste Schuss auf. Na, wo habe ich das halt aufstehen, Scheißdinger? Ist doch, oder? Ne, ist es Krankheit? Ich habe keins. War jetzt nicht schön, aber besser als gar nicht. Ja, das geht auch relativ schnell. Relativ schnell.
ist besser. Okay, das ist ein dicker Monk. Sieht jemals aus wie ein dicker Monk. 369 war nicht stark eigentlich. Wieso haben die teilweise das aber noch? Das ist nicht der einzige, der so komisch ist, gell? Das ist schon der zweite, den ich so sehe, der so eine komische, der die ganzen Schmuckstücke nicht drin hat. Komisch. Also ihr seht, wenn die Leute so dick sind, dann geht das super schnell, ne? Und weg. Whee! Und das war's schon. So, ihr seht, es geht super schnell. Jetzt gucken wir gerade. Wir sind ja auf dem Weg zum Schar. Da können wir uns auf jeden Fall für ein Schlachtzugsding noch anmelden. Das geht auch relativ schnell. Da brauchen wir ja nur zwei Bosse. Und dann können wir das nämlich auch abgeben. Wichtig ist halt, dass ihr immer schaut, dass ihr die Dailies macht, da kriegt er wie gesagt ordentlich Punkte, ne? Geht noch nicht, okay. Wir können ja nebenbei trotzdem noch für die anderen anmelden, weil das geht, die gehen ja auch relativ schnell. Ach, jetzt haben wir das normale gemacht, okay. Deswegen so schnell war es falscher. Egal. Also wie gesagt, ihr macht einmal die NRC Dungeon und HC Dungeon und NRC Szenarien und HC Szenarien durch, damit ihr die Marken gebt, weil die geben dann halt je nachdem 1200 Bronze, die ihr sammeln könnt. Und danach geht es ja gleich weiter. Entweder macht ihr LFR weiter, wenn ihr nicht stark genug seid für den HC, oder geht halt NRC. Da kriegt ihr eigentlich meistens immer Leute mit. Also NRC dürftet ihr überall durchkommen. Fliegen wir zum Schar. Abgesagt. Perfekt. Ah, die geht schnell. Thank you.
Hier geht auch schnell. Somit hätten wir auf jeden Fall erstmal schon mal fast die Dailies zu Ende. Jetzt müssen wir nur noch schnell einen Raid laufen. Oder halt, man kann auch NFC sich reinholen, aber die Daily ist eigentlich. Zum Beispiel hier habt ihr einen Void Boss, einen Char, gibt auch Punkte. Ich empfehle euch auf jeden Fall die Void Bosse zu machen, weil ihr erstmal dafür epische Sachen für euren Umhang bekommt, also für euren Vorteil des Zeitläufers, gell? Und ihr habt da die Möglichkeit, noch Bounce zu kriegen. Der Loot ist natürlich pro Tag nur einmal, pro Boss. Bei den himmlischen Erhabenen ist es nur einmal ein Boss von allen vieren. Dürfte aber bald kommen, wenn die schon so lange warten hier. Derweil können wir ja gucken. Dauert noch ein bisschen.
Da haben wir alles fertig. Jo, haben wir fertig. Super. Mal so ein bisschen mehr an. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt noch nicht NRC oder HC laufen könnt und ihr kommt in den NRC-Modus rein, könnt ihr auch diese Sache auf LFR laufen. Es geht super schnell, das ist eigentlich immer. Also man ist mit komplett allen locker in 2 Stunden durch. Locker. Ohne Probleme, wenn man das alles macht. Ja. Bei unserem Glück kommt bestimmt dieser Char. Und dann werden wir da reingezogen in die Gruppe, aber. Wir brauchen sie für uns Dailies. Also wie gesagt, die 3 Bosse jetzt hier im LFR, das geht wirklich super schnell. Also das empfehle ich auch, wenn ihr Bronze fahren wollt oder nicht HC gehen könnt oder halt die Großen nicht laufen wollt, macht ihr auf jeden Fall erstmal LFR. Ja, die sterben so schnell. Die meisten warten gar nicht, ich würde gleich sehen, die gehen gleich, ich bin ja auch Tanker, die werden gleich direkt auf den Boss losgehen. Die warten, wenn vielleicht die Hälfte da ist, dann gehen sie los, da, guck mal, die warten gar nicht. Die haben schon wieder dieses blöde Ding da drin, ne? Ich hasse das, wenn die Heiler dieses blöde Teil da drin haben. Hier, dieses. Rechtschaffene Raserei. Jeder Heiler, das trägt, der müsste direkt geohrfeigt werden, weil die so ihr Leben runterbrocken. Aber im LFR ist es eh wurscht. So, ihr müsst jetzt zum Beispiel noch nicht mal den Raid zu Ende machen, sondern ihr könnt direkt rausgehen. Ihr habt ja 2 Bosse besiegt und könnt dann direkt die Quest abgeben. Also wir haben jetzt 6000 Punkte schon gemacht, gell? 6000 Bronze. Für den Aufwand von ungefähr einer halben Stunde. So, im Raid müssen wir auf jeden Fall Lebensdings nehmen. Arkanist raus. Beherbergen eine Waffe von unvorstellbarer Macht. Ich werde zurückbleiben und diese Estrade eingehender untersuchen. Also wenn ihr Fähigkeiten habt, wie gesagt, nehmt ihr das mit bei Raids, nehmt ihr einmal Lebenssturm mit der Fähigkeit sengendes Licht, weil dadurch macht ihr extrem viel Schaden. Und wir sind natürlich mit der ersten Etappe vom LFR durch. Wobei beim Blutigar ist ein bisschen schwieriger, weil ihr müsst mit siedendes Blut und mit Todesstoß reinknallen und das ist manchmal nicht so einfach. Das war's schon.
Nein, jetzt könnte man noch weitergehen, wenn man das wollte. Wir wollen jetzt aber nicht weitergehen. Wir wollen die alles mal alle abbrechen. Genau, Distanzgruppe. Von Kreaturen wie euch bezwungen. Was für eine Schande für einen Priester der Sandalari. Ah, ist noch nicht da, so wie es aussieht. Okay. Gut zu wissen. Also rein theoretisch würden wir jetzt hier nicht warten, sondern würden es abgeben, gell? Und das wäre dann ungefähr die kleine Runde für Dailies, die ihr machen solltet mit euren Drinks, also mit eurem Main und mit euren Drinks, um halt diese 10.000, knapp 10.000 Bronze zu farmen. Wenn ihr jetzt natürlich noch weiter wollt, könnt ihr gerne noch weitergehen, also sprich, ihr könnt auch die anderen ganzen LFR machen, um da Punkte zu sammeln, das bleibt aber euch überlassen. Na komm, wir gehen mal schnell dahin. So, das wäre jetzt im Endeffekt eure Daily, also eure kleine Runde, Daily-Runde, gell? 10.000 hatten wir knapp, also ihr habt 11.000 gemacht, knapp. 11.000 Bronze. Das wäre jetzt die kleine Daily-Runde. Die große geht noch ein bisschen weiter.